Nun, wie der eine oder andere von euch auch, suche ich ja auch trotzdem immer nach günstigen Whiskys. Und gerade im Sommer muss es ja nicht so der tiefe, schwere Whisky sein. Und deswegen möchte ich euch heute mal zwei Abfüllungen vorstellen hier von Murray McDavid, die mich gestern bei unserer Irish Folk Veranstaltung, da habe ich die mit ausgeschenkt, wirklich absolut überrascht haben. Und ich selber hatte die vorher noch nicht im Glas. Deswegen, ja, komplett neue Änderungen. Ich habe ganz andere Pläne gehabt für das Video, aber muss ich jetzt einfach mal machen. Ja, bis gleich. Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und wie im Vorspann angekündigt, habe ich heute zwei Abfüllungen hier von Murray McDavid. Zum einen habe ich hier einen Benrinnes, eine Destillerie, die kaum eine oder eigentlich keine Originalabfüllung hat, sondern eben aus der Flora und Fauna Serie. Da haben sie, glaube ich, einen, müsste jetzt echt lügen, einen 15-jährigen, in meiner Erinnerung, einen 15-jährigen Flora und Fauna. Ansonsten sehr viele Unabhängige und sonst produzieren sie natürlich alles für den Konzern Diageo. Und den schenken wir auch wirklich im Murray McDavid Glas ein. Ja, ich habe da auch ein Glas. Und dann habe ich noch einen, der. Also das ist auch verwunderlich, ne? Hier Port Finish hat der. Barrique Cask Port Finish. Rich and Fruity heißt er von der Beschreibung her. Keine Altersangabe, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und 44,5%. Und dann habe ich noch einen hier, der ist Double Finish und zwar in Port und Madeira Cask und zwar von der Destillerie oder der Whisky heißt Croftengi oder Croftengia. Also ich glaube, Croftengi spricht man es aus, ist die rauchige Variante von Loch Lomond. Und den habe ich dann in meinem Glas, im Glencairnglas. Und auf die Gläser kommen wir heute auf alle Fälle nochmal zu sprechen. Deswegen ja, fand ich das so interessant. Ja, vorher natürlich noch ein paar News und nebenbei werden wir natürlich den Whisky auch verkosten, damit ihr auch auf eure Kosten kommt und wisst, was ich von den Whiskys halte oder nicht halte. Ne? Ja, es ist ja immer viel los aktuell. Für mich spielt sich das Leben kaum online ab in den letzten 2, 3 Wochen. Ich bin mit Veranstaltungen wirklich sehr viel beschäftigt und ich weiß nicht, wie geht es euch auch? Wir haben ja jetzt auch Stadtfestwoche bei uns. Leider kann ich deswegen beim Gruppentreffen von unserer Discord-Gruppe nicht dabei sein. Deswegen hier nochmal schöne Grüße jetzt nach Österreich in unsere Stammdestillerie Old Raven. Dort findet das Treffen statt. Ich denke mal, es wird weiterhin so sein. Nächstes Jahr hoffe ich, dass ich wieder dabei bin, denn bei uns gab es ein paar ja, Umständlichkeiten in der Stadt. Da musste man Termine umplanen und leider musste ich dann absagen. Ja, aber wie gesagt, generell ist jetzt das Leben sehr viel draußen, sehr viel ja, im zwischenmenschlichen Bereich. Deswegen wundert es mich ehrlich, dass jetzt viele Destillerien, also das ist ja vielleicht auch nur mein Eindruck, ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ihr es sagt, aber ich weiß, zum Beispiel St. Kilian, die hatten ein Online-Tasting, dann waren viele andere, die hatten sehr viele Online-Tastings jetzt wieder um diese Zeit, wo ich denke, ja, es ist natürlich schön, du kannst dich ja zu Hause im Garten hinsetzen und kannst da online mitmachen. Möglich, aber ich dachte immer so, mehr diese Online-Geschichten ist vielleicht eher was für die dunklere Jahreszeit, kältere Jahreszeit. Aber ja, egal. Marketing muss ja natürlich zu jeder Zeit sein. Ganz klar, von den Destillerien wird natürlich auch jetzt immer drauf, werden vermehrt jetzt immer mehr hausinterne Festivals gemacht in Deutschland. Sehr viel, also war ja vor kurzem erst auf Burg Scharfenstein, gut, das war dann wieder für die deutschen Whiskys.
Jetzt macht St. Kilian für sich an diesem Wochenende was. Ja, das ist alles unter dem Punkt Vermarktung zu sehen, der natürlich ganz wichtig ist und Früchte trägt. Also bei St. Kilian weiß ich es hundertprozentig. Ich habe viele, viele Bekannte, viele Whisky-Clubs, also die ich mittlerweile kenne, die auch wirklich angetan sind von den Abfüllungen von St. Kilian, obwohl die ja relativ jung sind. Und da sind auch viele kritische Leute dabei. Also das ist scheinbar doch eine Destillerie, die es geschafft hat, mit der urtypischen schottischen Brennmethode, also mit den richtigen Brennblasen und so, wirklich gute Whiskys zu produzieren. Ich bin jetzt da nicht so tief im Thema drin. Ich habe nicht so viele St. Kilians bisher probiert. Aber scheinbar kommt er richtig gut an bei den Whisky-Genießern. Und man freut sich natürlich auch, wenn man so ein bisschen patriotisch ist, dass man sagt, oh, endlich mal ein guter deutscher Whisky. Ja, vermutlich ist es das. Könnte auch ein Grund sein. Ne? Tja, und vielleicht haben sie aber auch eine gute Fassauswahl. Ne? Und haben gute Connection. Das habe ich vor kurzem erst mit jemandem diskutiert, dass es ja beim Gin relativ einfach ist, denn du kannst den flavern, also kannst also durch Zugaben von Aromen den Geschmack ändern und kannst relativ schnell verkaufen. Beim Whisky brauchst du wirklich Know-how. Da kommt es auf die Kontakte an, dass du Fässer organisieren kannst. Du musst die ja beibringen. Also Whisky produzieren, das ist das eine. Gin produzieren kannst du und dann brauchst du nur Flaschen. Das geht ruckzuck. Beim Whisky brauchst du ein Fassmanagement und das ist eine ganz bedeutende Größe, meiner Meinung nach. Und es ist ganz klar, 60-70% kommen ja Aroma aus dem Whisky durch die Fasslagerung. Und deswegen ist es einfach eine Riesenkomponente. Die fällt eben weg. Ja, es ist halt eine ganz interessante Geschichte. Aber die Fassauswahl habt ja der eine oder andere von euch auch so gemacht, dass er mal schon ein Fass in einer Destillerie gekauft hat oder ein Fassanteil. Und dann hoffe ich, dass es euch nicht so geht wie jetzt zwei Australiern oder eventuell sogar mehreren Personen. Aber habe ich ja gelesen, da haben also zwei Australier. Name ist mir nicht mehr bekannt. Dr. Miles, könnte mich aber auch täuschen. Also Herr und Frau Dr. Miles haben also 1997 in der Destillerie, der relativ unbekannten und jetzt habe ich nicht nachgeguckt, ich glaube zwischendrin auch mal geschlossenen Destillerie Spey, also Speyside Distillery. Ich hoffe, dass das immer dasselbe ist. Also da könnt ihr mich verbessern. Das weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig. Aber es war, glaube ich, die Speyside Distillery. Und der Whisky von denen heißt, glaube ich, doch Spey. Ja, genau. Das sind diese ewig hohen Flaschen. Ne? Ja. Und ja, jedenfalls haben die da 1997 ein Sherry Butt gekauft. Jemand anders hat dann, glaube ich, ein Sherry. Ach ne, die haben Sherry Rockset gekauft, jemand anders ein Sherry Butt gekauft. Und ja, damals irgendwie 4.000 Euro bezahlt, also irgendwie 3.500 Pfund. Und heute geht man davon aus, dass das Fass, wenn man das jetzt abfüllt, wegen der langen Lagerung, ne, wisst ihr jetzt, also einige Jahre auf dem Buckel, also ich denke mal so, ja, 97, also so haben wir schon über 25 Jahre, dass sie bei dem Fass davon ausgehen, dass es so circa 15.000 und das Sherry Butt ca. 30.000 Euro wert wäre. Nur haben die das Problem, das Fass ist nicht zu finden in der Destillerie. Ja, da gab es dann zwischendrin auch einen Eigentümerwechsel, da gab es eventuell auch eine Schließung. Wie gesagt, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Dann ist es natürlich so, das Fass ist zwar in den Büchern vielleicht erfasst gewesen, aber eben nicht so, wie wir es heute kennen mit Barcode oder solchen Sachen, sondern hast halt in irgendwelchen Büchern. Und durch den Eigentümerwechsel sind nicht mehr alle Unterlagen da und es ist nicht nachvollziehbar, wo das Fass ist. Und diese Destillerien haben ja große Lagerhäuser, also dann müsste sich jemand extra auf die Suche begeben. Und man hört es ja auch bei anderen Abfüllungen oftmals, dass dann zufällig haben wir noch ein Fass gefunden. Ja, aber selbst, ich will das mal gar nicht so sehr auf die Destillerien beziehen. Ich habe ja schon mal den Hamburger Hafen besucht, das Container Terminal, und da ist es auch so, obwohl die Strichcode und solche Sachen haben, da haben die auch gesagt, also wie viel tausend Container da im Jahr durchgehen, weiß ich nicht. Und trotzdem sind am Jahresende, es gibt also so eine Ecke, Container, die niemand abgeholt hat.
wo keiner weiß, was drin ist und sowas. Also das selbst modernste Überwachung, es kann passieren. Blöd ist nur, wenn es dein eigenes Fass betrifft. Ja, so, jetzt der neue Eigentümer sagt ja, was könnte noch möglich sein? Es ist auch möglich, dass die Destillerie es wieder in den Eigenbestand genommen hat, weil der Käufer die Lagergebühren nicht bezahlt hätte. Nun ist es so bei dieser speziellen Familie aus Australien, dass die sagen, ja, wir haben aber woanders auch Fässer, zum Beispiel bei Ben Nevis und bei weiß ich wo. Da ist es so, da wurden die Lagergebühren, nachdem wir es abgefüllt haben, nachträglich einfach von 200 Pfund einfach reduziert. Die haben sie einbehalten wegen den Lagerkosten, die zwischendrin waren. Und es war zwischendrin gar keine Rechnung gestellt, dass man irgendwie gesagt hätte, okay, ihr müsst jetzt aber endlich mal eure Lagergebühr bezahlen, sonst fällt das Fass wieder an die Destillerie zurück. Und es wird also irgendwelche juristische Auseinandersetzungen geben. Wir werden vielleicht öfter noch davon lesen. Das ist möglich. Ich hoffe natürlich, dass es bei unseren Anteilen, bei unseren Fassanteilen, bei euren, dass sowas nicht passiert. Und deswegen finde ich es dann doch wieder schön. Aber zwischendrin habe ich gedacht, das ist ja ein bisschen blöd, wenn jedes Jahr was entnommen wird und dir was geschickt wird. Aber dadurch weißt du, dass dein Fass noch existiert, dass man noch weiß, wo es ist. Und du könntest ja irgendwann sagen, nach 12 Jahren, okay, wir füllen das jetzt ab. Ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht schaut jemand zu von den Abfüllern wie Tino Schnabel hier, Cask Count oder irgendwelche anderen. Wie kann man denn das sicherstellen, dass man seine Fässer immer wieder noch findet? Also, das würde mich ja doch interessieren. Wie gesagt, ich habe also relativ wenige Fassanteile. Manchmal habe ich da mich da überreden lassen oder habe ich gerade so eine Phase gehabt, wo ich euphorisch war und sage, ja, das will ich. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, ich will die Flaschen kaufen und sagen, ja, so und so, schön. Ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, ach, ich brauche jetzt unbedingt ein Fass und in 10 Jahren will ich es haben. Mir fehlt da noch der innerliche Antrieb. Ne? Aber es gibt so viele schöne Whiskys. Ja, wie gesagt, das ist aber ein Spaß, ist es auf alle Fälle. Also sonst hätte ich ja bei den anderen Sachen auch nicht mitgemacht. Macht ihr damit? Interessiert euch das? Ja, ganz, ganz interessant. Und dann hat man es vorhin von Marketing und von den Gläsern. Und da möchte ich auf ein Marketing, was uns Genießern eigentlich aus dem Herzen spricht, mal eingehen. Die Firma Glencairn Glasses macht aktuell eine neue Werbekampagne, die sich gar nicht mal an uns Kunden richtet, sondern eher an die Hersteller, Whiskyhersteller. Und das ist uns ja oftmals auch ein Dorn im Auge. Wenn ihr in Schottland seid, wenn ihr spezielle Geschenkpackungen kauft, dann sind immer drin Tumbler. Und das ist dann immer schade, weil wir Whisky-Genießer oder dieses World Favorite Whisky Glass ist Glencairn. Das habe ich ja jetzt auch nochmal hier, da habe ich ja auch mein Logo drauf gemacht. Die machen jetzt eine ganz intensive Werbung, die ich wirklich sehr, sehr positiv finde, weil man den Abfüllern, den Herstellern einfach mal ins Gewissen redet und sagt, ihr sagt, ihr wollt die besten Zutaten. Ihr sagt, kontrolliert. Destillieren. Höchste Sorgfalt. Wunderbare Fassauswahl. Und was für schöne Aromen. Und genießt doch bitte. Und dann kommt ihr mit einem Glas, in dem man fast nichts riecht. Die Werbung ist sogar so, wenn ich den, ich glaub, vielleicht könnte ich es unten einspielen. Also den Link. Die Werbung ist sogar so, dass man diese Gläser, die unterschiedliche Formen haben, also ob halb viereckig oder rund oder was ist das, hauptsächlich Tumbler, dass man die dann fallen lässt und die dann zerborsten. Das ist wirklich super gemacht. Aber das ist ja schon eine Sache, wir haben uns schon so oft über Gläser unterhalten und ich habe ja mehr auch deswegen jetzt seit neuestem mal die Snifter dann gekauft. Und Glencairn hat es wirklich geschafft, wirklich ein bedeutender Whisky-Hersteller oder Lizenz zu haben für Whisky-Gläser. Und ihr seht ja schon, Murray McDavid, jetzt haben sie hier auch mal Gläser mit ihrem Logo, sind aber diese sogenannten, na, das sind nicht die Bugatti, aber ich sage mal die Signatory-Gläser. Ne? Aber jedenfalls keinen
Tumbler, der zwar für Easy Drinking und mit Eis wunderbar und auch cool rüberkommt, ne? Aber zum Nosing wirklich interessant ist, mit bauchig und oben etwas zusammengefügt. Und ich habe dann in meiner Anfangszeit beim Whisky, also ich will jetzt mal sagen, 2006 hat es mich interessiert, aber das war dann sicherlich so um die 2010 herum, gab es mal so einen Wettbewerb und da hat damals noch nicht Glencairn gewonnen irgendwie, sondern ein Glas, was am besten da war, war ein ähnliches, aber eben nicht mit so einem Fuß unten dran, sondern eher wie ein Tumbler gemacht und oben wieder schwingend zusammen. Und das war so abgebildet, oder man hat gesagt, das hat die Form der schottischen Distel und wäre, und damals war es von Beaumont entwickelt worden. Na, also das war damals so das ideale Trinkglas und dann kam Glencairn immer mehr massiv und falls ihr zuschaut, Glencairn, oder in Deutschland gibt es ja Lizenzhersteller dafür, ich brauche auch wieder ein paar. Ich weiß ja nicht, ob die dann auch wieder für 50 Stück oder für 60 Stück mein Logo mal drauf machen, aber das muss ich echt wieder machen, weil die Quelle, die mir vorher meine Gläser hier gelasert hat, ja, die macht jetzt irgendwie was anderes oder studiert noch, ich weiß es gar nicht genau. Aber ich will auch nicht immer zum Nerven und immer nachfragen, aber mir fehlt auch manchmal die Zeit, irgendwelche neuen Kontakte da einfach anzuschreiben. Vielleicht weiß jemand, an wen ich mich da wenden kann. Ich glaube, Stölzle macht das in Deutschland. Tja, und da sind wir wieder bei dem Glasthema. Also das finde ich wirklich ganz interessant. Einfach mal die ganze Marketingabteilung, genau, da schreiben sie noch rein. Ihr macht ein Marketing, die besten Fotos, was auch immer. Die Filme, Imagefilme, was auch immer. Und dann nehmt ihr einfach die einfachsten Gläser, die es gibt. Finde ich einfach eine geile Geschichte und eigentlich fast zu spät, weil wir uns mit dem Thema schon, also viele Genießer beschäftigen sich mit dem Thema ewig lang schon. Und ich weiß, Moses zum Beispiel sagt immer, nimm doch mal das Bugatti-Glas und er nimmt das. Jeder hat so sein Favorite, aber vor kurzem hat mir dann auch jemand gesagt, wenn du immer Glencairn nimmst, du kannst gerne mal das Snifter nehmen oder was auch immer, aber wenn du immer Glencairn nimmst zum Vergleichen, dann nimm das weiterhin, weil dann weißt du, wie der im Glencairn wirkt. Ne? Also jeder hat dann so sein Favorite und man muss es schon sagen, Glencairn hat dafür gesorgt, dass sie wirklich einen guten Ruf in dem Bereich haben. Tja, also Respekt und ich wünsche euch viel Erfolg mit der Kampagne, denn ich habe auch schon so ein paar Geschenkpackungen hier stehen und das sind, Etradauer, die haben natürlich ganz leicht Glencairn drin, aber andere, die haben, also jetzt Loch Lomond habe ich jetzt stehen oder so, die haben, oder jetzt auch wieder Blättenoch hat unterschiedliche, die haben alles Mögliche, die haben einen schönen Glencairn Tumbler, der Hersteller ist dort auch Glencairn, die haben aber auch diese Glencairn Whiskygläser, aber ich habe hier noch stehen von Glentoret Tumbler. Glentoret, der Eigentümer, ist ja so ein Glashersteller, dessen Name mir jetzt gerade wieder nicht einfällt. Aber da ist natürlich vielleicht lizenzrechtlich auch wieder so, dass sie sagen, nee, wir machen nicht so ein Glencairn-Glas nach, sondern wir müssen was anderes machen. Ne? Und wer sonst Gläser auch beim Olaf oder was bestellt, also die Whisky-Genießer wissen, wie wichtig das Glas ist. Also beim Olaf ist es so, der hat ja oftmals das geriffelte Glas, wenn man dann schwenkt, dass es dann drinnen nochmal Verwirbelungen gibt und dadurch der Whisky nochmal anders schmeckt als in den glatten Gläsern. Ich persönlich mag immer diese klaren Gläser, deswegen hat der Olaf für mich auch klare Gläser gemacht. Wisst ihr ja, ich habe ja oftmals auch vom Masterblender Glas schon gesprochen, was ich oftmals nehme. Tja, und dann muss ich jetzt noch hier mal sagen, kommen wir mal zu den Whiskys von Murray McDavid, die mich deswegen überrascht haben, weil beide Flaschen haben, also hier der Ben Rindes mit 44,5%, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert, da steht also wirklich alles hinten drauf, wunderbar, hat ein Port Finish, das wäre jetzt zum Beispiel nicht meine Kaufentscheidung, und der nächste hier, der Croft Tangy, Double Finish, und zwar Port und Madeira. Madeira bin ich oftmals ein Freund davon, Port, ihr kennt ja andere Abfüllungen von unserem Freund Billy Walker bei Glenallachie, der würde nicht sagen Double Finish, sondern der sagt dann immer jetzt ein Cuvée, ja, macht ja immer Cuvée-Abfüllungen. Tja,
Der erste, den wir jetzt hier verkosten, ist also hier dieser Ben Rinnis. Diese Firma Murray McDavid wurde 1994 gegründet von, wie hieß er denn nur? Marc Renier, genau, Marc Renier. Ihr wisst, Marc Renier auch mal Brochlady und jetzt Waterford und solche Sachen. Ne? Also eine Größe in der Whisky-Herstellung. Und seit 2013 hat da jemand anders die Verantwortung. Und was haben sie hier noch stehen? Single Malt, Character Rich Malt, Orchard Fruit Fresh, plus Oak Cask, Tawny Port, Barrique. Caves de Mucha, Portugal. Ja, also aus Portugal, ja, ich glaube, Port. Sweet Red Fruits, also das Rest, und dann das Ergebnis. Ja, schön jedenfalls. Überraschend schön. Und wenn ich euch jetzt noch den Preis dazu sage, beide Whiskys kosten also 35 Euro. Also eine schöne Geschichte. Was für den Geldbeutel aktuell, falls man irgendwie gerade die Abrechnung vom Vermieter bekommen hat, was auch immer. Oder einen teuren Sommerurlaub hat und dann sagt man sich, ah, ich kann jetzt nicht einen Whisky für 150 kaufen, dann nimmt ihr mal einen schönen, leichten, fruchtigen. Ja, der hat mir gut gefallen. Der hat auch jetzt auf einmal, in dem Glas merke ich eine gewisse Würze, die vom Holz herkommt. Hm, wollen wir mal probieren. Und das ist das Typische, was ich eigentlich immer beim Port so immer denke. Aber auch eine schöne Fruchtigkeit, ehrlich. Geht so Richtung, ja, noch etwas nicht so reife Früchte. Und wenn ich jetzt zum Fenster rausgucke, da sehe ich ja immer mehr Laub und immer mehr Grün. Ja, deswegen grüne Früchte. Also das erinnert mich echt an eine schöne Fruchtigkeit, an eine schöne, aber kühlere Geschichte. Also nicht so warm, wie wir es jetzt gerade draußen haben. Ja, wunderbar. Kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich merke ja durch jetzt wieder die Holzaromen viel stärker als gestern. Gestern war es ja ein bisschen kühler, gestern Abend, als wir den probiert haben. Jetzt ist er wieder ein bisschen wärmer und ich bin relaxter und bin ruhiger. Und da kommt mir es jetzt viel intensiver vor, als ich ihn gestern hatte. Gestern war es für mich eher leichter, jetzt kommt er mir schon ein bisschen kräftiger vor. Also 44,5% sind hier ausreichend, der kommt also nicht schwach vor. Und dann hat man den probiert und dann hat mich noch jemand animiert und gesagt, komm, wir trinken mal noch einen anderen. Und dann habe ich gesagt, neugierig bin ich, wir trinken jetzt mal den, der ist ja angeblich rauchig. Ne? Und dann haben wir hier im Glas auch mit 44,5%, das ist ja die günstige Serie von Murray McDavid. Die haben ja auch teurere Serien, deswegen habe ich die anderen Flaschen mal hier. Ne? Habe ich teilweise schon vorgestellt. Manchmal gelobt, da muss ich jetzt mal kurz zurückdenken an ein Video von vor 2 Jahren. Da habe ich mal einen Blended, der im Bierfass war. Ne? Steht nur Bier Hogshead drin. Ne? Den fand ich damals gut. Im Laufe der Zeit ist der echt nicht so gut gewesen. Der hat dann echt gestunken. Dieses Bier, das war so muffig dann, war nicht mehr so gut. Aber am Anfang fand ich den gut. Unterschiedliche Serien, was die haben. Hier Mystery Series, ich glaube, den habe ich auch vorgestellt. Das ist ein Safe Haven übersetzt. Weiß jemand, dass es ein Tobermory Chic ist. Tja, also unterschiedliche Serien haben die unterschiedlich teuer. Die haben also auch eine Gold, Mission Gold, sage ich jetzt mal. Ich kann es gar nicht Englisch aussprechen. Und da war er, da haben sie natürlich auch sau teure drin. Ne? Und die kommen hier ohne Verpackung. Die günstige Serie. Aber ich selber hatte sie noch nie aufgemacht. Viele schon hier im Laden verkauft. Einfach weil es interessant ist, wenn man sagt, okay, 35 Euro nehme ich einen mit. So, und jetzt haben wir einen Croft Tangy. Rauchiger Loch Lomond. Ist so. Der ist wirklich, du merkst den Rauch sofort in der Nase. Aber auch, was sehr schön ist, viel, viel fruchtiger als der Port Ben Rinnis. Der und diese Mischung, oh, das ist eine wunderschöne Frucht, also so richtig schöne, reife, tropische Früchte, saftige Früchte.
Und das hört sich blöd an, man sagt ja, also gegrillte tropische Früchte. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kann diese Empfindungen oder diese Notes kann ich nachvollziehen, weil durch den Rauch und dann diese Fruchtigkeit, wie gesagt, ich kann mich ja dann nichts erinnern, was ich da mal gegessen hätte, was jetzt dem entspricht. Aber herrlich, jetzt wollen wir den auch probieren hier, ne? Oder müsst ihr Rauch mögen? Der Rauch kommt ja im ersten Moment, wenn du die Luft holst. Oh, kommt der stark. Eieieiei. In der Nase gar nicht so. In der Nase total verhalten, eher fruchtig. Und die Fruchtigkeit kommt jetzt am Gaumen. Saftige Früchte, richtig herrlich, richtig süß teilweise. Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Der Rauch ist noch da, nicht mehr ganz so heftig, wie ich ihn am Anfang gespürt habe. Aber das ist echt sehr, sehr interessant, sehr angenehm. Also den kann ich euch echt ans Herz legen. Das war mir, Gott sei Dank habe ich den gestern probiert. Hätte ich nie gedacht. Smoky and Fruity. Also Highland Whisky, sagen sie ja, ne? Ganz klar. Und was sorgen die beiden? Rich Red Fruit, Hint of Nut Sweet, Oak Spice. Da fühle ich jetzt diese. Ja gut, ich merke jetzt diese Eichenwürze nicht so stark wie beim Port. Hängt damit zusammen, dass ich den Rauch deutlicher spüre. Ich habe hier wirklich diese Süße, diese Saftfrüchte, diese wunderschöne, ja, vom Geschmack her wunderschöne Soft-Gum-Geschichten. Also da muss ich sagen, so ist das. Also wunderbar. Ist eine ganz angenehme Geschichte. Tja, in dem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Sonntag, schöne Woche, erfolgreiche Woche. Geht raus, besucht alle möglichen Feste, besucht Biergärten, kommuniziert miteinander und es kommt bestimmt wieder eine Zeit, wo wir nur online sind und natürlich schaut erstmal ein Video an und dann geht er wieder raus. Na? Also bei mir könnt ihr natürlich immer mal online sein. Ganz klar. Nee, ich freue mich, wenn ihr einschaltet und wir uns nächste Woche gesund und munter wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.